маршуватимемо отими вулицями. Повстанській армії. Wenn das wirklich alles Faschisten sind, die dann ins Gefängnis gehen, dann ist das ihre Lesart und dann tut sie mir leid. Und was ist mit den vier Nazi-Ministern? Was ist mit den vier Nazi-Ministern der Swoboda? Entschuldigung, hier ist noch ein... Da sind keine vier Nazi-Minister drin. Und wenn Sie die Swoboda mit Nazis komplett gleichsetzen würden, wissen Sie auch nichts von dem Land. Das sind ja Freunde der NPD. Das ist ja nicht wahr. Moment, Leute, Entschuldigung. Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Stefan Hofstein. Wir berichten heute hier live aus Minden von einer Veranstaltung mit dem Herrn Brock, der ja auch schon in der Vergangenheit mehrmals auf Talkshows zu sehen war und sich doch so mit dem Mainstream bewegt hat und immer wieder auch verleugnet hat, ob es nun bei Anne Will war oder im Presseclub, dass es da Nazis auf dem Maidan gibt oder gab. Wir haben ihn heute hier konfrontiert bei einer Veranstaltung zum Thema Russland und die Europäische Union. Und natürlich ist die Ukraine eins der heißesten Themen momentan. Und wir haben eben wirklich da den Fokus drauf gelegt, was ist die Geopolitik um die Ukraine und wer sind die Nazis, wer ist der rechte Sektor und was haben die wirklich vor. Wenn man sich allein die Einkreisungspolitik der NATO, der EG und der EU der letzten 20 Jahre anschaut und dazu noch die ganze US-Strategie unter Obama und eigentlich auch schon mit George Bush angefangen, dann deutet das wirklich auf Krieg hin. Und wir haben das eben heute hier zur Sprache gebracht, weil meiner Meinung nach das wirklich überhaupt nicht diskutiert wird. Und ich muss sagen, ich habe noch nie so viele Leute ausflippen sehen wie heute. Vor allem, weil natürlich auch in den Medien jetzt Putin so als der König, Putin als der Diktator, Putin als der Aggressor dargestellt wird. Und so wie sich das eben auch resultiert, hat man entsprechend viele Menschen, die das wirklich noch glauben. Aber wir fordern sie halt trotzdem auf, sich auch solche politischen Veranstaltungen jetzt zu suchen und wirklich die Wahrheit da reinzubringen. Denn so wie sich jetzt die Lage momentan manifestiert, deutet halt alles auf einen dritten Weltkrieg hin, der natürlich von den Finanzinteressen auch massiv mitgeschürt wird. Und ja, unsere sozusagen Perspektive wäre es natürlich, wenn man eigentlich mit einem anderen Europa und einer anderen USA mit Russland zusammenarbeitet und eben die Entwicklungsprogramme, die auf unserer Website auch schon veröffentlicht wurden, jetzt umsetzt. Also, anstatt Kriegskurs zu fahren, sollten wir Russland jetzt den Olivenzweig reichen und eine echte Entwicklungspolitik umsetzen. Und ich fordere Sie auf, da mitzumachen. Und wie gesagt, verteilen Sie unsere Sachen, helfen Sie mit, den Krieg zu stoppen. Ja, also mein Name ist Hofstein und ich sehe natürlich die Situation auch sehr gespannt, wie Sie die alle hier. Ich frage mich eigentlich mittlerweile, ob die Ukraine nicht bald der Bündnisfall auch für die NATO wird. Wenn man sich den Rasmussen jetzt anschaut, der sich doch permanent sozusagen mit ukrainischen Kreisen da trifft und immer wieder auch sozusagen, ja, man kennt ja das Bukarester Memorandum von 2008, ne, wo die NATO ja eigentlich ja, am liebsten jetzt schon in der Ukraine stehen wollte. Die Sache ist die, was mich so ein bisschen erschüttert, ist, dass hier niemand über die wirklichen geopolitischen Ursachen spricht. Denn wenn man sich die Ukraine mal so als auf dem Globus anschaut, und sich mal ein bisschen mit Imperialismus auch in den letzten 200 Jahren beschäftigt hat, weiß man, dass dieser Krim schon einmal 1857 ein großer Konfliktpunkt war, wo nämlich das britische Imperium ja, wirklich drauf und dran war, das russische Imperium sich zu unterwerfen. Das war damals die Doktrin. Heute haben wir ein paar andere Doktrinen, die erste Battle-Doktrin sozusagen aus dem Pentagon, die sozusagen jetzt versuchen, das Schutzschild, die Ukraine, also sprich die Schutzschild der Russischen Föderation auseinanderzunehmen und wirklich einen nuklearen Erstschlag gegen Russland planen. Also das muss man wissen, es liegt jetzt alles auf dem Tisch. Meine Frage ist, warum guckt niemand im Hintergrund auf die Finanzinteressen wie George Soros, die ja mittlerweile mehrere sozusagen Demokratiestürze mit zu verantworten haben, die zum Beispiel auch 2004 die Orangenrevolution massiv finanziert haben, der Westen, der jetzt nicht nur Nazis in sozusagen da an die Macht gebracht hat, sondern Adolf Hitlers Kinder, wenn man das so nennen will. Und so Bewegungen wie der rechte Sektor, die jetzt schon eine Nationalgarde aufbauen wollen, 40.000 Mann. Dimitro Jarosch, der sich jetzt sozusagen schon mit tschetschenischen Kriegern trifft und sagt, wir wollen Kaukasus aus Russland destabilisieren. Der zweite Punkt ist das mit den Faschisten dort.
Ich würde mich freuen, und ich war wirklich bewegt, wenn wir in Deutschland solche Veranstaltungen auf dem Maidan zustande bringen würden, dass Menschen unter der europäischen Fahne für Freiheit und Menschenrechte demonstrieren. Dass auch in der Ukraine ein paar Bekloppte rumlaufen, die soll es auch in Deutschland geben. Auf der rechten und auf der linken Seite. Auf der rechten und auf der linken Seite war eine relativ faire Wahl, die die alte Regierung Timoschenko möglich gemacht hat und dabei verloren hat. Und anschließend ist das Wahlrecht verändert worden, sie sind massiven Wahlfälschungen durchgeführt worden. Das muss man auch für die Geschichte sehen. Und diesen Leuten jetzt vorzuwerfen, sie berichten den Faschismus, und hier jetzt zu erzählen, dass die Opfer seien die Faschisten gewesen, ist das eine unglaubliche Haltung, die sie hier an den Tag legen. Hier geht ein Regime vor, besetzt ein Teil eines anderen Landes, wo niemand gefährdet ist. Ich bin in den letzten 5, 6 Jahren jedes Jahr im Sommer zu einer Konferenz in Jalta gewesen. Da konnte man nun wirklich nicht sagen, dass die russischsprachigen Leute dort verfolgt werden. Das ist nur wirklich kompletter Blödsinn, der dargelegt wird. Und diese Übernahme von Russia Today, die Sie hier darstellen in einer guten Weise, ist, glaube ich, unerträglich, hat mit der Realität nichts zu tun und ist klassische Propaganda. Was wir wollen, ist ein freies Europa, in dem nicht mehr ein Mann alles entscheidet. Und wenn das natürlich alles Faschisten sind, die dann ins Gefängnis gehen, dann ist das ihre Lesart und dann tut sie mir leid. Und was ist mit den 4 Nazi-Ministern? Was ist mit den 4 Nazi-Ministern der Swoboda? Entschuldigung, hier ist noch ein. Da sind keine 4 Nazi-Minister drin. Und wenn Sie die Swoboda mit Nazis komplett gleichsetzen würden, wissen Sie auch nichts von dem Land. Das sind ja Freunde der NPD. Das ist ja nicht wahr. Moment. А ты это с этим Кримом, я тебе скажу, я, конечно, в шоке. Я в шоке. Как раз сегодня говорил с нашим знакомым, он чуть не плачет. Я говорю ему, а как мы сейчас будем... Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и идти стрелять этому в лоб. Так я вчера сказал, что если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я выступал у свободе слова. Я говорю, если, не дай бог, возникнет военный конфликт, я офицер запаса, и мой старший сын офицер запаса. Мы возьмем оружие и пойдем защищать страну. Послушай, она тоже переходит все границы вообще. Блин, надо брать оружие в руки и идти мочить этих, блин, кацапов чертовых вместе с их руководителем. Я скажу тебе... Просто жалею, что я не могу сейчас находиться там, и что я не возглавляла все эти процессы, и они у меня Крым получили. Ну, ты знаешь, я тоже, кстати, об этом подумал. Что если бы ты была на месте, было бы, может быть, этого бы не произошло. Хотя потенциала силового у нас не было, но что-то они только, знаешь, причем что самое обидное. Я бы нашла, как замочить эти. И я надеюсь, что я включу все свои связи, и я подниму весь мир, как только смогу, для того, чтобы, блин, просто от этой России не осталось даже выжженного поля. Ну, я тебе скажу, что я, конечно, тебе здесь союзник, не просто союзник. И я хочу тебе сказать, что вот мы сегодня говорили, а что, это утром было совещание глав фракции, и потом я с Виктором говорю, Витя говорит, а что теперь делать оставшимся 8 миллионам русских, которые остались на территории Украины? Они же изгои. Блин, их расстреливать из атомного оружия. Смотри, ну, это я с тобой как бы не могу спорить, потому что в том, что произошло, это, конечно, ужас. Но вырисовывается следующий вариант, потому что сегодня есть действия, которые, безусловно, незаконны. Эти незаконные действия надо разбить в каком-то юридическом, международном... Мы идем в ГАЗ, мы идем в ГАЗ, международный криминал.